So, herzlich willkommen zurück zu Blood 2 mit Episode 4 und dem Level Beyond the Rift. Ja, und ich habe gesehen, dass diese Episode 4 nur noch 3 Level hat. Wir haben das Spiel fast durch. Yeah! It's a battle to the death. Preferably someone else. Gideon's puppet strings can no longer be pulled and the puppeteers, keine Ahnung, kaum zu lesen. Egal, ich gehe mal weiter. Find Gideon and the portal to the Ancient One. Okay. Macht ihr das auch richtig? What the fuck? Ihr macht das ganz schön scheiße, stelle ich fest. Ich muss das mal speichern. Was wird das, wenn ihr fertig seid? Endlose Story. Also kann ich jetzt Messer benutzen. Ich gehe doch noch. Natürlich, natürlich, genau. Genau so und nicht anders. Genau so und nicht anders. Wäre verkraftbar, glaube ich. Wenn du den dann bitte tötest, wäre das cool. Wenn du das machen könntest, wäre ich da absolut nicht abgeneigt. Dass du den tötest, das wäre wirklich von Vorteil. Was macht denn der da vom lustigen Tanz? Sieht ja interessant aus. Ah, geh weg da. So. Kann ich mir ewig aushalten. Mensch, jetzt hör auf, Schaden zu machen, Junge. Nervst mich gerade ein bisschen. So, was haben wir hier? Die hinterlassen auf jeden Fall schon mal Herzen. Das ist schon mal grundsätzlich cool. So. Dem Arschgesicht da drüben. Vielleicht vernichten irgendwie. Irgendwann können wir das bestimmt. So. Was haben wir hier Schönes? Noch er schon wieder. Oh, Caleb, I've been expecting you, you predictable oaf. I won't be a minute. I'm just changing into something unpleasant. Bring it on. What do you think of my new look? And I thought I was ugly. You have no idea how exquisite pain can feel. Allow me to demonstrate. Go ahead. I'll watch. I mean on you. Oh. Hurting, stop. Oh, shit, shit, shit. Boogeyman. Muss ich jetzt irgendwie töten, das Miststück. Scheiße. Oh Gott, das sind tolle Aussichten hier. Komm, Messer. Du brauchst ein Messer. Ich sehe das doch jetzt schon, dass du ein Messer brauchst. Du brauchst ein Messer.
Was bin ich? Immobilisiert? Das soll halt. Ne, er braucht kein Messer. Was braucht denn der mal? Wir müssen uns mal überlegen, was er brauchen könnte. So. Auf jeden Fall brauchen wir deinen Tod schon mal. So viel ist klar. Ist das Zeit, nur eins zu rechnen, dass sie sterben? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Boah, die Spinne. Die wird schwierig. Mal gucken, wie wir die machen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den da. Das gibt's doch nicht. Ach, leck mich. Ey, den lasse ich jetzt in Ruhe. Scheiß auf den. So. Muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, das sinnvoller ist. Ich weiß auch noch nicht, was. Ah. Ich glaube, die Spinne kann ich auch wieder backen, oder? Cool, was ist das denn für ein Planet? Nice. Ich nehme an, dass ich die Spinne nicht backen kann. Zum Heulen, dass man das nicht überspringen kann, ne? Dann müssen wir das nochmal extra speichern. I'm just changing into something unpleasant. Bring it on. What do you think of my new look? Yeah, and I thought I was ugly. You have no idea how exquisite pain can feel. Allow me to demonstrate. Go ahead, I'll watch. So, speichern. I mean on you! Was brauchen Sie? Let's boogie, boogeyman. Was brauchen Sie? Wie tötet man dich? Sich auch auf normalen Wege töten. Wow. Hat was, ja, doch. Mögen Sie auch Shotgun. Au. Ich mag deinen Schuss, also schon mal nicht, ne? Müssen Sie sich mal bitte wieder heilen, das wäre ganz nett. So, heilen. Find ich nicht gut, was du da machst. Oh. Ich hab ein Messer. Ich hab ein Messer. Hier, guck mal, ich hab ein Messer. Ich hab ein gutes Messer, das ist super. Oh, fuck. Muss mir mal Hilfe geben. Muss mal schneller aufladen, diese Scheiße hier. Ist halt echt so. Oh, you son of a. Das kriegt man so nicht gut hin. Mann! Ah, das gibt's doch nicht. I mean on you! Sexy. Let's boogie, boogeyman. Ich rechne schon mit der Pistole schon echt viel, muss ich sagen. Gut, mögen Sie das? Das
mögen sie doch, oder? Ist doch geil, sowas. Oh, you son of a bitch. Sterben sie! Please, sterben sie! That wasn't my size. You'll get a discount. No, it's not fair. I'll kill you! Life's not fair, but neither is death. Get used to it. Echt mal. Was willst du denn jetzt noch, hä? Oh, you son of a... Wow, Alter. Wir müssen mal ganz schnell speichern, glaube ich. Piss dich von mir, ey. So. Oh, Alter. Geh runter von mir, ernsthaft. Nee, ich die. Ich will die. Gibt's doch nicht, Mann. Verpiss dich doch. Ach, Alter, wie... Die mal auf einen draufspringen müssen. Es ist... Mann! Boah, das ist doch unglaublich. Sterb halt mal! Also geht doch. Ah, jetzt lass mich in Ruhe. Ernsthaft. Ah. Ah, du nerviges Mistvieh, ey. Jetzt brauchen wir die Spinne lieber. Geh weg, Mann. Ernsthaft, ey. Ihr wart nerviger als die Spinne. Und zwar wirklich mit Abstand. Drecksviecher, ey. So, gut, jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Aber das Vieh war wirklich nervig. Oh, und schon wieder so ein Kackvieh, ey. Glaub es nicht. Das schon sehe, dann geht mir schon die Galle über. Goddammit, ey, echt. Gar nicht, diese Drecksviecher. Gut. Es kann nur ekliger werden. Wir haben das Spiel fast durch. Also kann es nur ekliger werden. Oh, you son of a... Ja, ist gut. Ich sterb einfach und alles wird gut. Oh, es ist doch... Meine Güte. So, komm hier runter. Vielleicht bist du nicht ganz so nervig. Drecksding. Du schießt jetzt sowieso gleich wieder durch die Wand. Oh. Puh, meine Güte. Dahinter? Da schon mal was reinfetzen vielleicht? Cool wär's ja, ne? Ach, das ist nur so einer. Ja, du, der lohnt sich ja nicht. So. So. Hier war doch irgendwo diese Dinger. Hier drüben, glaube ich. Ja. So. Gut. Könnte man jetzt hier theoretisch eigentlich nochmal zurück in dieses Kackvieh? Nee, das ist jetzt eh weg. Ja, das ist auch gut so. Dieses Drecksvieh will ich auch nicht mehr hier haben.
Ja, man, gut, dass man hier mit 300 Health reingegangen ist, ne? Sehr schön. Schön machst du das. Ich bin echt stolz auf dich. So. Sehr nice. Sehr nice. Besser kann es gar nicht laufen. So. Was haben wir hier Schönes? Okay. Perfekt. Gott. Aber interessant, dass er mich nicht bemerkt hat. Moment. Meine Bomben. Ja, er überlebt es natürlich. Er überlebt es natürlich. Ja, ich vergaß, die Bomben sind für den Arsch. Man muss sowas benutzen, wenn nur sowas taugt. Das andere kann man ja nicht benutzen. Na, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Er lebt noch, Scheißvieh. Wo ist das Ding? Da. Nein. Leck mich. Das Drecksvieh. Sind heute echt nervig, die Dinger, finde ich. Es war sonst nicht so schlimm. Sind heute wirklich ganz besonders krass kacke, ey. Ihr nervt heute irgendwie. Heute so oft diese blöde Draufspring-Scheiße machen. Draufspring-Scheiße da machen. Make the hurting stop. Und das ist echt kontinuierlich gerade. Mann. Drecksviecher, ey. Gefällt's dir wenigstens? Sei doch wenigstens dankbar, was man dir rüberreicht. Es kommt aus ganzem Herzen heraus, glaub mir. Los, sterb. Ich hasse dich. Danke. Drecksvieh. Ihr seid heute richtig nervig, Jungs. Ihr seid heute richtig nervig. So, gut. Das Blöde ist, dass es in diesem Spiel fast nur diese Gegner gibt. So. Beziehungsweise nur Gegner, die nervig sind. Schön, dass du mich da oben nicht siehst. Das ist sehr... Das ist nice, ja. Das hat was Gutes. So, wie überraschen wir dieses lausige Stück Scheiße? Das Ding hat ganz gut funktioniert gehabt, ne? Ich kann mich erinnern, dass... Wir müssen aufpassen, dass da nichts. Boah. Ist gut, ist gut. Ich glaub's dir, ja.
Ja, funktioniert wirklich ganz gut bei dem. Gut, weiter. Wer ist der nächste Nervensäge? Hättest du wohl gern. So. Ist das wieder für ein Drecksvieh? Dort alles Ewigkeit, müssen wir die Dinger tot kriegen. Das ist das Schlimme. Was hat mich denn da jetzt wieder blockiert eigentlich? So, ja. Und nicht etwa du. Willst du mir nicht erzählen? So. Tot oder wie? Ja, so lobe ich mir das. Schön sich selber verletzen und dabei sterben. Das kann ich nur befürworten. So, meine Kugelwaffe wird auch wieder voller. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier nix. Okay. Hi Jungs. Oh! Und da oben ist schon wieder so ein Drecksvieh. Jetzt packen sie aber die ganzen Drecksviecher aus hier, ne? Jetzt stirb halt mal, Junge. Jetzt warten wir was mit dem Tor. Boah, Junge. Man wird auch immer Zeit, ne? So ein bisschen so. So. Das Drecksvieh, das stört mich sehr. Aber ich will jetzt auch nicht alles mit der machen. Das ist unpraktisch hier. Da läuft noch einer. Bam. Schön reingelaufen. So. Next one. Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe. Wir müssen das aber alles nacheinander machen. Weil... den Typen da oben will ich alleine haben. Mit irgendwelchen Unterstützungsviechern hier. Mir dann doch schon wichtig. Auf der Distanz ist das Ding, glaube ich, besser als die Kuh, ist die Life Leech-Geschichte. So, nicht viel Schaden nimmt, aber nicht, habe ich das Gefühl. Solange er irgendwann tot ist, reicht mir das. Denn im Gegensatz zu er mache ich Schaden. Oh. Auch wenn eher mäßig, habe ich das Gefühl. Dauert aber alles viel zu lange hier. Gleich einen hinterher.
einer geht noch rein. Aha, perfekt. So, hätten wir dich. Ist noch du über? Scheint so, ja. Was machen wir gegen dieses Mistvieh? Das ist die Frage. Trifft nicht die Scheiße, okay. Aha! Okay. Was geht da durch die Wand, ne? Kann man ja nicht vergessen. Weiß nicht, ob ich Schaden mache, das würde mich mal interessieren. Das dauert so lang mit dieser blöden Aufladerei hier jedes Mal, das ist so. Dauert alles so. Okay, es scheint ihm nicht zu interessieren. Hauptsache, der hinterlässt hier jetzt keinen. Gut, hier stehe ich, glaube ich, günstig. Aber ich habe das Gefühl, dass ich immer weiter nach rechts rutsche, kann das sein? Dass ich jetzt irgendwann zu einem Punkt komme, wo ich hier dann doch gesehen werde von dem. Im Moment macht er ja einen auf ziemlich bescheuert. Wie man es eben von einem Platz 2 Gegner kennt. Aber theoretisch müsste es auch mit der gehen, weil wir haben hier bei dem letzten Episode 3 Level bei Gideon festgestellt, dass das Ding mehr Eindruck schindet. Und der müsste eigentlich voll reingehen. Das ist so ganz angenehm. Ich glaube, dem tut's langsam weh. Was ist los? Ist der tot? Der ist tot, ne? Ich glaube, der ist schon tot. Ich glaube, der hängt da jetzt tot. Jo, der scheint tot. Der ist ja interessant gestorben. Na gut,
dann soll es das damit erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Neo. Bis zum nächsten Mal mit Blood 2. Bye bye.